Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Quaff the World. Ja, letztes Mal, da wurden wir mal wieder richtig platt gemacht. Da sind einfach mal, ja, so gut wie alle Zwerge wieder gestorben. So, was macht der hier eigentlich? Nee, der soll nicht graben, der soll hier schlafen, wenn er schon wegläuft. Warum gehen die nicht schlafen? Das verstehe ich nie. So, schlafen. Los. 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 Achso, der schläft schon. Okay. So, dann kann ich ja jetzt da oben dieses Portal hinsetzen. Dort. Dort. So, den kann ich jetzt nehmen hier. Warum schläft er nicht? So, steuern. Jetzt brauche ich nämlich da oben erstmal alles zu. Aber erstmal haben wir einen neuen Zwerg. Dem müssen wir noch was geben. So. Lass mich in Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ich kann ihn nicht angreifen. Ah, jetzt. Der epische Fight. Dum, 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 dum. Das hier nochmal so ein bisschen hoch, dass das so vielleicht sich ein bisschen besser anpasst. Aber wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Wo kann ich denn da nichts? Hä, was kommt da denn raus? Da kommt auch Holz raus? Holy shit! Warte mal, dann müsste ich ja überall das so machen, weil dann kommt ja hier überall Holz hin raus. Richtig gut. Naja, freigeben, damit er da nochmal durchkommt. Weil jetzt habe ich das hier nämlich alles zu oben, jetzt können die nämlich von dort nicht mehr runter. Dort! Es war richtig gut, kam von oben einfach mal Holz runtergeregnet. Müsste ich eigentlich so machen, ne? Dass ich dann überall das... so ein Zickzack mache, dass ich dann überall das abbauen kann unten. Und dann habe ich überall, guck mal, weil hier überall wächst ja dieses ganze Zeug hier dran. Das würde, glaube ich, sogar Sinn machen. Steuerung. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann müsste er theoretisch dort einen Block hin. Dann müsste dieser Block hier wieder weg. Und dann müsste da wieder ein Block hin. So meine ich, weiß, dann kann man das nämlich trotzdem noch abbauen. Na, das wird ja lustig. Mal gucken, ob das auf meinen Plan so aufgeht. Ching, los hoch mit dir. Achso, erstmal abbauen. So. Dort muss alles weg. Dort muss alles weg. Und wieder hochbauen oder runterbauen. Ich baue jetzt einfach mal hoch, ist ja erstmal egal. So. Sieht ja richtig cool. Oh, warte mal. Hä, da kommt Wasser? Oh Mann, da soll eigentlich gar kein Wasser hin. Naja, egal. Oh, freigeben. Dann mache ich hier einfach mal einen Teleportzauber hin. Wir haben einen neuen Zwerg dazu bekommen. Sind wir schon wieder bei 9 Zwergen. Ein Glück. Hä? Wieso greifen die denn nicht an? Richtig doof. Hallo? Sich einfach mal nicht, okay. Solange ich die alle einzeln kille, geht es, glaube ich, immer noch.
Ausstattung. Dann bekommt ihr auch nochmal eine Spitzhacke. Ich versuche mal das Dorf einfach mal auszurotten. Los, tötet sie alle. Oh, der eine, der macht ein bisschen Spielränzchen. Auf jeden Fall greifen wir die jetzt erstmal an. Okay, der eine, der eine Zwerg, der ist fast tot, der greift aber trotzdem weiter an. Okay. Geil, ich habe die ausgelöscht. Holy shit, das ging aber relativ einfach, ne? Da kommen ja immer wieder neue Viecher halt raus, ne? So, Leute, bitte einmal töten. Wie viel Leben haben die denn bitte? Ja, guck mal! Ich finde, das sieht richtig gut aus. Oh. Spitzhacke des Höllenkobolds, okay. Immerhin noch besser als das andere. So. Nee, der ist ja ein Bogenschütze. Warte. Der braucht das nicht. Oh, wie viele Bogenschützen habe ich denn bitte? Oh, der kann auch nochmal eine Waffe kriegen. So. So. Was macht er denn da? Der macht einfach mal gar nichts. Oh, bin ich froh, dass wir die schon killen können, die Viecher. Ist halt bloß ein bisschen schwierig, weil wir brauchen halt auch Mana dafür, weil wir diese Teleportzauber halt immer setzen müssen. Und jetzt haben wir 11 Zwerge. Perfekt. So, dem können wir eigentlich... Ach so, der muss erstmal spawnen. So, jetzt. So, das ist ein Magier. Ich bin am Verhungern. Ja, warte. Ich setz mal kurz noch mal ein bisschen was zu futtern hin. Ah, Hilfe. Nein. So. Okay, danke schön. Also wenn wir alle zusammenarbeiten, dann geht es eigentlich relativ gut, die zu killen. Was machen eigentlich die da hinten? Haben die hier schon wieder weitergebaut? Nee, haben sie noch nicht. Okay. Holy shit, was haben die denn da alles gehabt? So, das killen wir auch alles mal. Okay, diese ganzen Dinger können wir eigentlich auch mal abbauen. Los, greift alles an. Oh, das bringt leider bloß ein bisschen Holz. Okay, naja gut, dann killen wir die einfach mal. Wie das aussieht. Oh, ganz viele Pilze. So, ich guck noch mal ganz kurz wegen dem Leben. Okay, der eine schläft schon, der schläft auch schon. Der soll auch mal schlafen. Der schläft auch schon, okay. Der ist auch fast tot. Perfekt. So, 3, 4, 5. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Genau da, wo die Pflanze ist, müsste ich eigentlich einen hinsetzen, ne?
kann auch alles weg hier. Ist eigentlich unser Freundchen immer noch drin? Ne, ist nicht mehr. Sind da jetzt schon Lianen gewachsen? Ne, sind auch noch nicht. Okay. Okay. Dauert wahrscheinlich nur ein bisschen. Wie lange die brauchen, ne, um hochzukommen. Holy shit. Dum 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 dum. Was macht der denn hier, der Zwerg? Holy shit. Schlafen gehen, der kann auch schlafen gehen. Wenn du dann schlafen gehen, danke schön. Feind angreifen, wenn du sollst über schlafen gehen. Achso, der geht schon schlafen, okay. Warum gehst du mit so wenig Leben darunter? Das verstehe ich manchmal nicht. Hier sind schon wieder Ratten gespawnt. Immer an der gleichen Stelle. Holy shit. Das ist meine Lederproduktion einfach mal. Naja, eigentlich wollte ich diese Folge mal anfangen hier mit meiner Basis, aber da, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich sehe auch schon, nächste Folge kommt wieder eine Monsterwelle, da sterben wieder alle Zwerge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.